Und wieder da. Ich habe keine Zeit für euch. Ich habe keine Zeit für euch. Ja, außerdem habe ich auch noch kein Geld für euch. Und das alles bekommt ihr jetzt von mir bar auf die Hand. Als Maul. Tell Bunny Ratshaus. Wow, mir geht es gut. Ich kann wieder gerne NPCs fertig machen. Fangen wir mit dir an. Ja. Sprecherin von Meisterin Terena. Das heißt... Oh nein, ich glaube, das wird uns doch erklärt. Aber wie trete ich euch bei? Bin ich hier überhaupt richtig, um euch beizutreten? Ja, ihr könntet ein würdiger Kandidat sein. Möchtet ihr dem Haus Telvanni beitreten? Ja. Seid ihr sicher? Bedenkt, dass, sobald ihr uns beitretet, euch die Zugehörigkeit zu einem anderen Fürstenhaus versagt ist. Wollt ihr vielleicht unsere Regeln anhören? Und die Regeln sind jetzt schon so ein bisschen zynisch. Wir vertrauen darauf, dass die Mitglieder von Haus Telvanni selbst wissen, was gut ist. Wenn ihr einen anderen Telvanni bestehlt und am Leben bleibt, verdient ihr eure Beute. Traditionell werden Streitigkeiten beigelegt, indem man den Gegner durch Magie oder Hinterlist ermordet. Der Sieger hat offensichtlich das bessere Argument. Ihr könntet dafür auch ausgeschlossen werden, aber die meisten Telvanni kümmern sich nicht darum oder fahren es nicht einmal. Wie gefällt euch das? Hooray! Ihr seid nun ein Mitglied von Haus Telvanni. Willkommen, Helfer Marco. Wenn ihr bereit seid, sprecht mit mir über das, was noch zu tun ist. Erzmagister Gotren hat einige Fragen für Balladas Demnevanni. Werdet ihr mit Balladas sprechen und ihm 3 Fragen stellen? Der hat gleich 3. Okay. Balladas Demnevanni lebt in Astrelen bei Nisis. Ihr könnt euch von der Magiergilde nach Altruhn teleportieren lassen. Dort könnt ihr einen Schlägschreiter nehmen. Geht dorthin und fragt ihn nach dem Verschwinden der Zwerge, den Dwemer-Artefakten und der Dwemer-Sprache. Ihr braucht keine Antwort von ihm zu erhalten. Wenn ihr ihm einfach die 3 Fragen stellt, so reicht dies. Kurzer Aufbau des Fürstenhauses. Es gibt die normalen Ränge und dann gibt es Meister. Ich glaube, es sind derer 5. Jeder dieser Meister hat einen Sprecher. Die Sprecher stehen hier. Derer natürlich ebenfalls 5. So. Das Geräusch da ist irgendwie nervtötend, wenn es im Hintergrund läuft, während ich vorlese. Dann wiederum weiß ich das noch nicht. Naja, ich möchte jetzt nach Gnisis. Oder Nisis. Besser gesagt. Das G ist ein stummes G. Und ja, so etwas gibt es. Rückkehr führt mich, glaube ich, immer noch in die Ratstaverne in Balmora. Nein, vor das Haus des Caius Cassades. Das ist sinnvoll, denn... Hier gibt es einen Schlickschreiter. Mit ihm komme ich schnell nach Nisis. Entschuldigt, falls meine Stimme sich irgendwie komisch anhört. Ich verstehe es auch nicht. Mit dir da oben, mit der Schlickschreiterführerin, möchte ich sprechen. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Und entschuldigt die vielen Pausen. Altruhn. Und von dort aus nach Nisis. Wo sich Nisis befindet, werden wir gleich sehen. Aschesturm. Nein, danke. Da wollen wir doch besser in eine schöne Stadt an der Küste. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Das hier ist Nisis. Befindet sich hier im Norden. Vom Baustil her eine Mischung aus Redoran und dem Kaiservolk selbst. Da hinten ist eine Festung. War das die Falkenfalterfestung? Ne, die sind ebenfalls. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Außerdem habe ich ja bereits angekündigt, dass ich, wenn ich praktisch an Artefakten vorbeikomme, sie einsammeln werde. Und in Nisis liegt ein schöner Ring. In dieser Höhle dort. Und weil ich so nah bin, hole ich ihn mir einfach. Ich weiß übrigens, dass hier in der Nähe ein noch schönerer Ring liegt, aber der ist mir zu unfair. Ich sag nur Brücke. Mehr sage ich nicht. Und jetzt weiß niemand, wovon ich spreche. Aber okay. Fallas Angruft.
Mein Schwert. Kurz. Schnelltasten. Hilfe. Sinnvoller Zauber. Beschworenes Langschwert und... Scheiße, wie habe ich den Zauber genannt? Gefestigte Langwaffe, genau. Das ist der Heilzauber, ja. Auf 6 lege ich dann jetzt noch für kurze Zeit den Feuerball. Das. Und das. Verbessert beides im Zusammenhang meine Langwaffe um 20 Punkte, was schön ist. Dennoch treffe ich nicht, aber na gut. Ah, manchmal tue ich es. Da! Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, wie hoch der verdammte Schwierigkeitsgrad ist. Der Grund, warum ich meine Feuerbälle im Moment so selten benutze, ist einfach, weil sie schwächer sind als das, was ich an Schwertern habe. Es ist nur vorübergehend. Nein, danke. Türöffnungsring hatte ich, glaube ich, auch. Ja. So. Meine gefestigte Langwaffe sollte jetzt schon tot sein. Nee, ist sie noch nicht. Yay, ich habe tatsächlich... Ah, jetzt ist meine beschworene Langwaffe weg. Oh Gott. Ich bin am Ausgang. Ich habe... keine Ahnung. Flöhe. Und du bist tot. Der hohe Schwierigkeitsgrad ist wirklich nicht so nett, aber ich mag ihn. Stirb! Vor mir... mehr Bedingungen stelle ich nicht und tatsächlich, es hat ja funktioniert. So, hier unten befindet sich nun neben ein paar Schreien, die ich nun verwenden werde. Oh, das war hilfreich. Diese kleine Kiste. Wie hieß der, ne? So hieß er nicht. Der Ring. Einfach mal aufheben. Und daneben befindet sich nun diese Urne. Telekinese. Wenn man Telekinese zaubert und hier eine Urne mit oder ein Gegenstand mit einer Falle ist, kann man dank Telekinese einfach weit weggehen und die Falle auslösen. Ja. Wobei das mir sowieso egal wäre. Es stärkt ja nur meinen Mana im Normalfall. Dance Dagmas Ring. Dauerhafte Wirkung heißt, immer wenn ich ihn anhab, wirkt das. Frostresistenz 30% auf sich selbst. Feuerresistenz 30% und Blitzresistenz 30%. Wert 12.000 Draken. Ein sehr schöner Ring. Wodurch ich jetzt gegen einiges resistent bin. Ja. Wohin wollte ich überhaupt? Ah ja, ich sollte hier in Nisus mit einem Magier sprechen und das werde ich tun. Außerdem noch eine kleine Erwähnung. Es haben sich ja ein paar Leute beschwert, dass ich offensichtliche Chancen, um Geld zu verdienen, auslasse. Stichwort, ich gehe zum Beispiel nicht zum Kriecher in Caldera, wenn ich was Wertvolles habe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich glaube, dass es ziemlich langweilig wäre, wenn ich jedes Mal, wenn ich was verkaufen will, einen riesig langen Umweg machen würde zu diesem einen Händler. Und einen großen Nachteil bietet es ja nicht wirklich. Ihr seht ja, dass ich eine Menge Geld eigentlich habe, genug. Insofern, ja. Nun soll ich zu einem abtrünnigen Magier in Aftrenen in Nisus. Das ist hier. Moment kurz.